Umso mehr freuen wir uns auf Beispiele zur Schule im Wandel und Mutmacher und Inspirationsthesen. Und bevor wir starten, frage ich auch Sie ganz herzlich, herzlich willkommen erstmal, Frau Hirsch. Was macht Ihnen denn derzeit Mut? Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank für die Einladung. Was mir tatsächlich Mut macht, ist die Anfragen, die ich in letzter Zeit kriege. Wahrscheinlich ging es vielen so, dass mit der Corona-Zeit, als es losging mit der Corona-Pandemie, also kam zumindest bei mir, Sie haben es ja gesagt, ne, ich berate und unterstütze für digitale Bildung, kam ganz viel an in so einem Sinne, Hilfe, Hilfe, wir müssen jetzt irgendwas online machen. Und es gab gleichzeitig viele Unkenrufe, die sagten, naja, das brauchen die Leute jetzt, weil jetzt geht es ja nicht anders. Das wird dann danach alles wieder vorbei sein. Und was ich zumindest mitkriege, ist eher das Gegenteil, dass ich nämlich jetzt Anfragen kriege, wo Menschen mir schreiben und sagen, wir sind sehr überstürzt in das ganze Online-Lernen reingekommen im letzten Jahr, haben ganz viel ausprobiert und ganz viel experimentiert. Und jetzt würden wir gerne reflektieren und überlegen, was wir behalten und wie wir weitermachen. Können Sie uns da begleiten? Können Sie uns da unterstützen? Und das macht mir einfach Mut, weil das zeigt, ja, also es kann vorangehen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist gleich die Überleitung zu meinem Vortrag. Was mir auch Mut macht, ist einfach, dass ich nach wie vor den Eindruck habe, jetzt habe ich wirklich im letzten Jahr, wie Sie wahrscheinlich alle auch, ganz viel rumexperimentiert mit Online-Lernen und auch mit hybriden Sachen und was eben alles so denkbar war, dass man damit aber eigentlich nie fertig ist, sondern dass es immer noch neue Sachen zum Erkunden und zum Experimentieren gibt. Und genau das habe ich mit Ihnen auch jetzt vor in den nächsten 20 Minuten. Ich wollte nämlich gerne mit Ihnen ausprobieren, was zu machen, was ich nenne einen Collagen-Mitmach-Vortrag. Und um da reinzukommen, werde ich jetzt hier mein Video stoppen, meinen Bildschirm teilen und dann gleich im Rahmen von meiner Präsentation wieder im Video da sein. Ich hoffe, dass es funktioniert. Sonst komme ich gleich nochmal in Zoom rein und dann startet es gleich. So, damit sind wir auf jeden Fall schon mal in meiner Präsentation. Und jetzt müsste nur noch ich mich hier reinsetzen. Auch das klappt doch. Bin ich sozusagen wieder bei Ihnen mit dabei. Hallo. So, ich habe gedacht, wir machen das nicht so klassisch als eine Präsentation, sondern wir sind hier in so einer kleinen Umgebung, die ich vorbereitet habe. Und wenn Sie ganz genau hingucken, dann sehen Sie, dass es hier so einzelne Felder gibt, die noch verdeckt sind. Die mache ich so nacheinander auf und erzähle Ihnen immer was dazu. Aber weil das ja auch langweilig wäre, dass nur ich rede, gibt es hier unten dann immer noch kleinere Mitmachaufgaben, die decke ich dann auf. Wir haben einen Timer dazu, also meistens immer nur ganz kurz. Sie müssen keine Angst haben. Da reicht es, wenn Sie den Chat nutzen. Also darüber können wir uns austauschen. Und hier unten rechts in der Ecke gibt es dann noch ein paar Zusatzinspirationen. Da sind einfach QR-Codes drunter. Das ist das, was Frau Vogtländer vorher angesprochen hat, dass Sie die Links nachher auch nochmal gesammelt zugeschickt kriegen. Das wird jetzt zu schnell gehen. Aber wenn Sie das langweilt, was ich sonst sage und auch mit den Mitmachaufgaben nicht ausgelastet sind, dann können Sie Ihr Smartphone nehmen und den QR-Code sich angucken und dann passt es. So. Ich muss mich ein bisschen kleiner machen, damit wir dann tatsächlich anfangen können mit dem Aufdecken hier hinten in der ersten Seite. So. Wir schauen also mal, was versteckt sich hier als erstes Bild? Sie sehen es, einen Pinguin. Da fragt man sich jetzt wahrscheinlich, was soll uns dieser Pinguin sagen? Ich finde, der Pinguin ist mit die beste Metapher, die uns zeigen kann, vor welchen Herausforderungen stehen wir eigentlich. Und ich sage gleich dazu, ich bin nicht diejenige, die diese Metapher erfunden hat. Ursprünglich stammt es aus dem Buch von Martin Lindner, Die Bildung und das Netz. Und dann gibt es ein ganz wunderbares Pinguin-Video von Jöran Muß-Mehrholz, was hier auch im QR-Code an der Seite drin ist, was Sie dann auch kriegen. Und ich sage es Ihnen in einer Kurzfassung. Die Kurzfassung ist die, dass wir uns angucken, wie der Pinguin lebt. Dass wir Pinguine, wir waren vielleicht alle schon mal im Zoo und haben sie da beobachtet, dass Pinguine ja durchaus auf dem Untergrund, also auf irgendwelchen Steinen oder auch auf der Wiese, watscheln können und sich da bewegen können und sich da wohlfühlen und in dieser Umwelt ziemlich gut zu Hause sind und ziemlich gut zurechtkommen. Ganz genauso sehen wir aber auch Pinguine,
die diese Umwelt, also diesen festen Untergrund verlassen, ins Wasser springen und dort dann tauchen, nach irgendwelcher Nahrung suchen, hoch und runter, vielleicht manchmal auch rausschwimmen und ganz genauso auch in dieser anderen Umwelt zu Hause sind. So, was hat es jetzt mit Digitalisierung zu tun? Der Knackpunkt an meiner Stelle ist dann hier, dass wir ganz oft den Fehler machen und uns quasi die Frage stellen, wenn wir mit digitalen Medien ankommen, dass wir uns die Frage stellen, wie gut kann der Pinguin im Wasser watscheln? Anstatt dass wir sagen würden, es geht gar nicht darum, dass der Pinguin im Wasser watschelt, sondern wir müssen anerkennen, es gibt heutzutage einfach unterschiedliche Umwelten, unterschiedliche Medienwelten, in denen wir Menschen zu Hause sind. Und genauso wie das wunderbar ist, dass der Pinguin an Land watschelt, so sollte er tauchen und wir sollten das auch machen. Wir sollten also nicht versuchen, das, was wir analog machen, einfach 1:1 zu übertragen. Wir sollten erst recht nicht fragen, ist es besser, wenn wir es analog machen oder ist es schlechter, wenn wir das nicht machen, sondern wir sollten Mut haben und sagen, lasst uns das erkunden, weil die Situation ist einfach so, wir leben in der digitalisierten Gesellschaft und selbst wenn wir erstmal gar nichts digital machen, ist es trotzdem so, dass die Umwelt eine digitalisierte ist und wir natürlich auch anders kommunizieren, anders miteinander reden, anders Dinge gestalten und das natürlich sich auch auf Bildungsprozesse widerspiegeln muss. Also das als ein erster Punkt hier, der Pinguin, der quasi ein bisschen Inspiration ist, aber vielleicht auch schon eine erste Mutmachthese. Erkunde den digitalen Wandel, springe da rein, mache das mit. Das zweite Feld, was ich Ihnen öffnen werde, hier sehen wir einen kleinen Roboter. Da fragt man sich natürlich, was kann jetzt dieser Roboter, was sagt uns der Roboter in irgendeiner Form? Der Roboter ist für mich immer eine Erinnerung daran, was der chinesische Unternehmer Jack Ma beim Weltwirtschaftsforum in Davos 2018 gesagt hat. Und der hat aus meiner Sicht den sehr, sehr wahren Satz gesagt, dass er sagte, wir sollten unseren Kindern nichts beibringen, was Maschinen besser können. Und für diese Maschine steht hier dieser kleine Roboter. Und für uns ist es so ein bisschen tatsächlich die Inspiration oder die Mutmachthese, dass wir eigentlich ja in einer unwahrscheinlich spannenden Zeit leben, wo eben der Fokus nicht mehr darauf liegen muss, dass wir versuchen müssen, Schülerinnen und Schüler möglichst viel Faktenwissen reinzubringen, was die dann nachher irgendwie weiter nutzen können, sondern dass wir ja eigentlich für viel, viel spannenderen Herausforderungen stehen. Man hat es ganz, ganz oft, dass man sozusagen sagt, es geht um Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und kritisches Denken als die wesentlichen Dinge. Das sind so die Hauptkompetenzen und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir sagen können, darauf fokussieren wir uns und wir versuchen eben, das in Lernprozessen stark zu machen, was Roboter, sozusagen Maschinen, nicht besser können. Und damit Sie da selber vielleicht einmal so ein bisschen ins Denken kommen, lade ich Sie ein. Ich starte hier mal den Timer für eine Minute. Nutzen Sie gerne den Chat und packen Sie mal rein eine oder mehrere Kompetenzen, von denen Sie denken, dass die Menschen besser können oder besser lernen können, als das Roboter oder Maschinen tun würden. Ja, es tickert schon ganz wunderbar. Schön. Sie sehen das ja auch selber und ich glaube, das gibt uns so ein bisschen so einen kleinen Eindruck davon, dass es eigentlich Bildung heutzutage zu machen, war wahrscheinlich schon immer so. Aber also ich finde, es ist einfach was ganz, ganz Großartiges, wenn man sich diese Frage stellen kann und sagen kann, ja, wir können tatsächlich darauf Wert legen, und das weitergeben, was eben Maschinen nicht können und das in Lernprozessen stark machen. Und das ist für mich tatsächlich eine These, die mir sehr viel Mut macht oder wie soll man sagen, die mir vielleicht auch sehr, sehr viel Freude macht, weil ich denke, das ist tatsächlich was ganz Tolles und auch was ganz Herausforderndes vor der Aufgabe, vor der wir dann als Pädagoginnen und Pädagogen stehen. Drittes Bildchen, das Prinzip haben Sie verstanden. Wir kommen zu einem Eichhörnchen.
wer ein bisschen so auf dem Land lebt, ich wohne in der Provinz in Sachsen-Anhalt und wir haben einen Walnussbaum im Garten. Da kennt man diese Eichhörnchen gerade jetzt um diese Jahreszeit sehr, sehr gut, die sozusagen überall rumfegen und dann bei uns eben die Walnüsse einsammeln. Und das Schöne ist, dass es jetzt tatsächlich eine Mutmachthese, weil genauso wie das Eichhörnchen einfach zusammensammeln kann, wie das, was es sozusagen schon einfach alles gibt und es nicht alles selbst gestalten muss, zeigt uns das Eichhörnchen, dass auch wir als Pädagoginnen und Pädagogen das Rad nicht immer wieder neu erfinden müssen. Und das ist, glaube ich, gerade was, war wahrscheinlich auch schon früher so, aber mit der Digitalisierung eben noch mal viel stärker vorangetrieben ist, weil ich das Internet habe, weil ich dort über eine Suche einfach ganz brillant finden kann, was haben denn Kolleginnen und Kollegen vielleicht schon gemacht, was ich dann aufgreifen kann, was ich weiter nutzen kann und wo ich nicht an erster Stelle sagen muss, okay, ich starte das ganz für mich allein und fange an, ohne dass es überhaupt schon Vorarbeiten gibt. Und ich habe hier als den QR-Code, den ich gerade noch geöffnet habe, habe ich noch wirlernenonline.de reingepackt. Das ist ein Beispiel, wo man angefangen jetzt in der Corona-Zeit wirklich mal versucht hat, die verschiedensten Bildungsinhalte zu systematisieren, zu verschlagworten. Das ist alles noch nicht perfekt und für viele Schlagworte wird man auch noch nichts finden. Aber es ist ein erster Anfang und eine erste Anlaufstelle, dass man eben nicht nur eine normale Internetsuchmaschine hat, sondern tatsächlich auch eine Bildungssuchmaschine, wo man sagen kann, ich schaue mal, was andere Pädagoginnen und Pädagogen zu diesem Thema gemacht haben und starte eben nicht ganz für mich und ganz für mich allein. So, das also das Eichhörnchen, haben wir schon den Pinguin, den kleinen Roboter und das Eichhörnchen. Und bevor wir das nächste Bildchen öffnen, starten wir mit einer Frage an Sie, die vielleicht erstmal überhaupt gar nicht logisch klingt, was es jetzt soll, aber ich werde das jetzt gleich auflösen. Die Einladung ist an Sie, wieder in einer Minute kurz in den Chat ein Buch zu packen, kann ein pädagogisches Fachbuch sein, kann auch ein Roman sein, den Sie sehr, sehr gut fanden, was Sie anderen Menschen zum Lesen empfehlen würden. Also reicht wahrscheinlich der Titel oder Autor, Autorin, sodass man es eben erkennt. Einfach in den Chat packen und dann ist es mit den anderen geteilt. Kann was sein, was Sie kürzlich gelesen haben, was Sie schon länger sehr begeistert hat, ganz egal. Schön, auch da tickert es los. Großartig, dass Sie so schön mitmachen. Super, sind auch für mich total gute Anregungen dabei. Kenne die wenigsten davon, sehr schön. Klasse. So, dann sind wir da wieder durchgetickt und jetzt öffne ich Ihnen auch das nächste, was wir hier drin haben. Das ist nämlich eine Pflanze, die ich hier drunter versteckt habe. Und die Pflanze ist eine, also ich habe jetzt nicht das perfekte Bild dafür gefunden, weil ich ja nur so Icons genommen habe, aber Sie kennen bestimmt diese Zimmerpflanzen, die solche kleinen Ableger mit drin haben. Und bei diesen Ablegern kann ich das ja so machen, die fallen irgendwann ab oder ich kann sie einfach abziehen, dann wachsen neue Wurzeln dran und ich kann die neu irgendwo in die Erde setzen und das gedeiht und das wächst weiter. Und diese Pflanze ist für mich tatsächlich ein sehr, sehr gutes Symbol dafür, dass Ideen, dass Gedanken, das Wissen, das Bildung im weitesten Sinne nicht weniger wird und verloren gehe, wenn ich das teile. So wie ich mir das vielleicht vorstellen könnte, wenn ich eine Schale Gummibärchen habe, ne, und ich teile das und alle nehmen was weg, dann ist nachher nichts mehr drin, auch wenn es natürlich bestimmt auch Spaß macht, gemeinsam Gummibärchen zu essen. Aber bei der Pflanze ist es eben das Gegenteil. So, ich gebe das weiter, meine Pflanze wächst und gedeiht, aber ganz genauso, das ist völlig unbenommen davon, aber alle Ideen, die ich weitergebe, die können auch sich in Erde fassen, können groß werden, können stark werden, können wachsen. Und wir haben das gerade als Mini-Experiment gesehen, wo Sie im Chat ein Buch den anderen Kolleginnen und Kollegen zum Lesen empfohlen haben. Da haben Sie jetzt
eine Leseliste, die Sie sich rauskopieren können, wenn Sie da Lust drauf haben. Und wenn Sie selbst auch ein Buch geteilt haben, dann hat diese Idee oder dieses Wissen oder diese Gedanken ist jetzt ja bei Ihnen nicht weniger geworden. Sie finden das Buch trotzdem gut und können das nächste Mal nochmal jemandem anders empfehlen. Aber durch das Teilen ist es mehr geworden, weil andere Menschen jetzt auch davon profitieren können. Also das ist die Idee. Bildung wird mehr, wenn man sie teilt. Und auch das ist aus meiner Sicht, wenn man nur den Mut dazu findet, das auch dann tatsächlich zu machen, eine sehr, sehr schöne Mutmachthese, die einen in seinem pädagogischen Handeln unterstützen kann. Und auch hierzu habe ich einen QR-Code noch für Sie, wo Sie, wenn Sie sagen, ja, Teilen von Ideen ist ja ganz schön und ist ja ganz nett, aber wie geht denn das praktisch? Wenn man da richtig so einsteigen will, dass man sagt, man teilt auch Bildungsmaterialien, die man erstellt und nicht nur sowas wie eine Idee oder wie ein Konzept, dann funktioniert das über das Konzept von Open Educational Resources, also offen lizenzierten Materialien. Und was das ist, wie das funktioniert, wenn Sie es noch nicht kennen, findet man alles auf der Seite einstiegoer.de, wo hier der QR-Code drin ist. So, wir gucken. Zum nächsten, nachdem wir jetzt einen Pinguin, einen Roboter, ein Eichhörnchen, eine Pflanze, kommt nun ein Papierkorb, aber kein normaler Papierkorb, sondern ein Papierkorb mit einer Schleife dran. Und das werden Sie sich bestimmt schon denken, dass ich hier natürlich anspiele auf die positive Fehlerkultur. Darüber reden wir, glaube ich, ganz, ganz viel. Aber wenn es dann praktisch und konkret werden soll, dann ist es doch eher wieder so, ich habe da was falsch gemacht, aber ich sage das nicht unbedingt. Und eine wunderbare Übung dazu, die ich sehr, sehr gerne in meinen Fortbildungen mache, die man ganz genauso auch machen kann mit Schülerinnen und Schülern in der Klasse oder auch im Kollegium, ist dieses, dass man wirklich ganz real einen Papierkorb hinstellt und sagt, kann man natürlich auch digital machen in dem Online-Ding und sagt, jede Person schreibt jetzt mal einen Fehler von sich selber auf und schmeißt diesen Fehler in den Papierkorb rein und zerknüllt es so richtig vorher. Dann packt man die Schleife drumherum und sagt, so, was wir jetzt feststellen können, ist, dass all diese Fehler eigentlich Geschenke sind, weil jede Person darf sich jetzt auch einen von diesen zerknüllten Papierzetteln rausnehmen, kann sich das mal durchlesen, kann die Person suchen, die diesen Fehler aufgeschrieben hat und kann fragen, was hat sie denn daraus gelernt und kann für sich selbst auch nachdenken und sagen, was kann mir denn dieser Fehler von dieser Person bringen? Also von daher, positive Fehlerkultur finde ich immer wieder wichtig und finde ich unwahrscheinlich mutmachend, dass man sagen kann, ja, das hilft mir, das bringt mich weiter, wenn ich Fehler nicht als Makel ansehe, sondern denke, durch jeden Fehler wird meine Pädagogik, wird mein Lernen, wird mein Lehren eigentlich besser. Nächstes Bildchen, ich verrate Ihnen schon, es ist das vorletzte. Das ist eine kleine Spinne. Und zu der kleinen Spinne gibt es hier auch noch einen Link in das Twitter-Lehrerzimmer. Also in den Hashtag, den Pädagoginnen und Pädagogen, vorrangig aus dem schulischen Bereich, aber durchaus auch aus dem außerschulischen Bereich, im sozialen Netzwerk Twitter verwenden. Und für mich ist Twitter ein Beispiel dafür, für das, was die Spinne auch macht mit ihrem Netz aufbauen. Ich finde es übrigens sehr positiv. Ich habe extra nach einer niedlichen Spinne gesucht, wollte niemandem Angst machen mit dieser Spinne. Dass man sozusagen sagt, ja, ich muss ja nicht für mich alleine bleiben, sondern ich kann wirklich mein persönliches Lernnetzwerk aufbauen. Ich kann von und mit anderen lernen und lehren. Und da sind wir eben heutzutage nicht mehr nur darauf zurückgeworfen, dass wir sagen, das ist also wichtig, was wir in unserem eigenen Kollegium haben. Da habe ich auch schon ganz viel Austausch, mit denen kann ich ganz viel machen. Aber ich kann mich eben auch ganz einfach drüber hinaus ganz stark vernetzen. Und auch hier gibt es eine Mini-Aufgabe dazu. Und diese Mini-Aufgabe lautet, vernetzen Sie sich mit mindestens einer anderen teilnehmenden Person, indem Sie ihr über den Chat eine direkte Nachricht schreiben. Also das können Sie ja auswählen, an wen die Nachricht gehen soll. Können Sie einfach mal eine Person auswählen, entweder Sie kennen den Namen schon irgendwoher, können mal sagen, hallo, ich bin die und die, wollen wir uns nicht nächste Woche mal zum virtuellen Kaffee treffen oder ich bin auch auf Twitter aktiv, hier ist mein Handle, wollen wir uns nicht gegenseitig folgen? Oder auch einfach als eine Frage, wer sind denn Sie? Oder morgen ist ja ein Barcamp, kann man vielleicht auch schon ins pädagogische Du übersteigen. Wer bist denn du?
dann hat man sozusagen mindestens einen direkten Kontakt und eine weitere Person, die man hier in das Netzwerk aufnehmen kann. Können Sie auch nachher noch weitermachen. Ich weiß, dass diese eine Minute schon immer sehr, sehr kurz in der Zeit ist. Aber es ist ja auch nur eine Anregung. So, damit ist es auch runtergelaufen. Ich hoffe natürlich, Sie haben schöne Kontakte hergestellt. Jetzt sind wir auch schon am letzten Bildchen. Hier oben in der Ecke ist nämlich noch eins. Da ist eigentlich gar nicht wirklich was drauf, sondern ich habe es wichtig gefunden, dass ich auch noch ein Bild habe, was sozusagen leer ist. Weil es natürlich so ist, ich habe ein paar Sachen erprobt und ich habe ein paar Sachen ausprobiert und erkundet und ich kann zu ein paar Sachen sagen, das hat mich sehr begeistert, das hat mich sehr überzeugt, das hat mir sehr viel Freude gemacht, damit zu experimentieren, das möchte ich gerne weitergeben. Aber vor allen Dingen geht es eben darum, so wie wir es beim Pinguin ganz am Anfang gehört haben, den digitalen Wandel zu erkunden, sich da reinzubegeben, auszuprobieren, mitzumachen. Und ich hoffe, dass das jetzt hier tatsächlich ein paar Mutmach- und Inspirationsthesen waren, also die Ihnen auch vielleicht ein bisschen was gebracht haben. Und ich habe Ihnen als letzten QR-Code hier noch das E-Bildungslabor, also meine eigene Webseite. Da sind dann auch meine Kontaktdaten drauf. Im Sinne von der Spinne, dass natürlich Vernetztes und Gemeinsames und dass man auch das Rad nicht immer neu erfinden muss, was wir beim Eichhörnchen hatten. In diesem Sinne lade ich Sie ganz herzlich dazu ein, gerne da auch Kontakt aufzunehmen, mir noch Rückmeldung zu geben. Und ansonsten freue ich mich auch auf die Fragen, die jetzt direkt kommen. Und bedanke mich erstmal fürs Mitmachen bei diesem Collagen-Mitmachvortrag.